Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz kleinen Special-Video heute hier am Dienstagabend. Ich habe natürlich wieder die LS-Projekte im Vorhinein aufgenommen. Die Videos wurden am 8.01.2020 aufgenommen für die Woche vom 11.01. bis zum 17.01. Dieses Video hier entsteht heute am 10.01.2021. Das heißt, die Videos wurden da wieder vorproduziert und ich möchte jetzt noch einen kleinen kurzen Nachtrag dazu geben, was ich im Endeffekt jetzt in diesen zwei Tagen, die im Endeffekt ja Delay im Endeffekt zur Aufnahme bis hin zum, ich habe mir jetzt Autodrive angeguckt, passiert sind. Ich habe in der Dienstagsfolge, also heute, die gegen 19 Uhr erschienen ist, habe ich gesagt, dass ich es noch nicht geschafft habe, mich mit Autodrive zu beschäftigen. Dies stimmte auch zur Folgenaufnahme hin, stimmte dieses auch noch. Ich habe mich jetzt heute am 9. und am 10.01. habe ich mich mit Autodrive ein bisschen beschäftigt. Was heißt ein bisschen? Mir wurde in den Kommentaren ein YouTuber empfohlen, wo ich mir mal die Videos von anschauen sollte. Dieses habe ich auch gemacht. Dieses beinhaltet das allgemein die Sachen auf den frischen Marsch gemacht werden, sodass ich mir jetzt auch seine Kurse bzw. die Kurse, die er dort mitgeliefert hat, erstmal einfach so installiert habe, um mir dort ein bisschen Handlungsspielraum im Endeffekt mir anzuschauen, was habe ich, was kann ich machen, wo finde ich was und beschäftige mich jetzt gerade so ein bisschen damit, was kann ich im Endeffekt damit machen. Und den ersten Eindruck ganz kurz zu sagen, wenn man weiß, wie es geht, ist es cool. Ich habe schon zwei, drei Sachen getestet. Hier die Zuckerrüben funktionieren, haben gerade schon die ganze Zeit weitergelaufen. Die habe ich als allererstes getestet, nachdem ich mir die Videos angeguckt habe. Habe ich noch eine Tour eingefahren, ein bisschen hier, ein bisschen da getestet und habe dann als erstes gesagt, komm, dann probierst du mal, fährst mal einen Kurs ein. Beziehungsweise baust du den Kurs so, dass im Endeffekt jeder, dass ich im Endeffekt die Rüben abfahren kann. Dieses habe ich hier auch gemacht oder dieses teste ich hier gerade wieder. Denn im Endeffekt habe ich den Spielstand jetzt gerade neu gestartet und will im Endeffekt jetzt mal testen, ob es im Endeffekt so funktioniert hat, wie es gerade funktioniert hat. Was sehen wir hier? Spontan würde ich jetzt sagen, ohne jetzt grob zu wissen, was wirklich das Problem ist, würde ich sagen, dass der Radius ein bisschen zu klein ist und er deswegen den Abfahrer nicht erkennt. Das wäre jetzt so spontan meine Überlegung. Da müsste ich halt im Endeffekt jetzt gucken, woran liegt das Problem, was kann ich im Endeffekt damit machen, wie kriege ich das im Endeffekt behoben. Und das sind aktuell gerade so Sachen, wo ich aktuell noch so ein bisschen am Überlegen bin, will ich mal nicht sagen, aber aktuell noch so ein bisschen so die ein oder andere Zeit im Endeffekt gerade hin investiere, um im Endeffekt mir genau dieses anzugucken. Hier haben wir schon ein nächstes Testobjekt, beziehungsweise einen nächsten Beispielversuch, den ich hier gerade getätigt habe, oder beziehungsweise den ich hier gerade tätige. Und zwar, meine Wenigkeit fährt gerade den 8R Gerest ausbringen und der Autodrive-Fahrer versucht hier gerade Gerest abzufahren. Dieses funktionierte auch bis gerade noch ganz gut. Jetzt habe ich hier eine kleine Änderung vorgenommen am Kurs. Nun funktioniert es gar nichts mehr. So wie es leider so ist. Wie man auch relativ schnell merkt. Zack, da habe ich wieder Fehler im Global Company an sich selber. Das hat wieder, dann habe ich wieder so Fehler drin. Und dann tut es nämlich im Spiel wieder leider gar nichts. So dumm, wie es leider klingt. Wenn man jetzt im Endeffekt jetzt mal sagt, komm, wir schauen uns jetzt noch mal eine andere Sache an. Habe ich diesen LKW mit ein paar Tastendrück einfach hinten, der stand noch bei der, beim Aldi rum, der stand da ja dort, und den habe ich da jetzt einfach weggeholt, indem ich einfach gesagt habe, fahr mir zum Hof. Wo kam er an? Mit zwei, drei kleinen Problemen, weil der Anhänger ein bisschen sperrig fährt, kam der hier auch an am Hof. Das war im Endeffekt mein Testkurs, den ich mal eingefahren habe. Und so konnte ich halt bisher so ein bisschen rumexperimentieren. Dieses Rumexperimentieren wird auch bei mir noch ein bisschen anhalten. Das heißt, ganz grob vorausgesetzt, kann ich da bisher noch nichts weiteres zu sagen. Ich gehe aber spontan davon aus, dass es wie gesagt... Oh,
Hat der es echt geschafft? Ja, wir lassen ihn mal kurz fahren. Also wie gesagt, habe ich mir jetzt angeguckt, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, wo gibt es aktuell Probleme, und wie kann ich bestimmte Probleme lösen, in Anführungsstrichen. So zum Beispiel auch dieses hier. Ich denke einfach, dass die Entfernung zum Abfahrer jetzt ein bisschen weit ist, beziehungsweise da weiß ich noch nicht hundertprozentig, was das Problem ist. Wie gesagt, ich arbeite mich gerade in das System an sich noch ein. Das heißt, mit dem Ergebnis aktuell, der Helfer hat hier schon ein paar Bahnen wieder geschafft, ohne dass ich grob was gemacht habe. Ich habe die Kurserweiterung eingefahren, dass er über die Zuckerfabrik und so weiter fährt, weil das muss ich ja selbst noch eingeben, aber der Weg dort ja nicht existiert. Habe ich dort also die Erweiterung einge, also habe ich dort einen weiteren Kurs eingefahren, der im Endeffekt dann dort an das bestehende Streckennetz angegrenzt wird. Habe dann jetzt gesagt, komm, test es erstmal so weiter aus. Bin jetzt gerade dabei, im Endeffekt das noch ein bisschen weiter auszuprobieren, ein bisschen weiter auszutesten und mir auch gerade so, ich will nicht sagen, Probleme im Endeffekt rauszusuchen, aber im Endeffekt so ein paar Sachen rauszusuchen. Wie kannst du es im Endeffekt am besten machen? Beziehungsweise, wie machst du dann später die Umstellung deines Systems? Denn wir müssen, dürfen auch immerhin nicht vergessen, zack. Der macht das schon. Wir gucken jetzt hier nochmal ganz kurz. Der LKW hat nun wieder eine Strecke gefunden. Da heizt er nämlich jetzt gerade entlang. Das heißt, wie man sieht, der LKW hat nämlich jetzt geschafft. Hat es mich jetzt geschafft, vom Feld runterzukommen. Wie er das genau geschafft hat, ist mir gerade relativ Banane, wenn ich ganz ehrlich bin. So, jetzt hat der, habe ich nämlich, ich habe nämlich hier noch eine kleine Kurserweiterung eingefahren. Der soll hier einmal im Kreis fahren, dass er auch wieder vom Feld runterkommt. Ob ich das im Endeffekt so haben möchte, beziehungsweise so beibehalten möchte, kann ich euch bisher noch nicht sagen, weil wie gesagt, aktuell sage ich ja noch, ich bin hier aktuell noch ein bisschen am Testen und rumexperimentieren, wie ich es am besten haben möchte. Das heißt, was passiert jetzt gerade mit dem TGS? Der TGS ist jetzt so eingestellt. Der holt mir Gärreste an der BGA ab und fährt dann im Endeffekt, holt Gärreste an der BGA ab und bringt mir die zu Feld 16. Das ist grundsätzlich eine voll geile Sache. Du musst da nicht andauernd überall hinfahren. Das ist grundsätzlich eine voll geile Sache und tut es auch relativ gut, muss ich sagen. Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie ich die CP-Fahrer bei solchen Kursen wieder vom Feld ohne größere Schwierigkeiten darunter bekomme, finde ich das grundsätzlich eine richtig geile Sache und kann auch spontan sagen, dass mir dieses Feature mit Autodrive, jetzt wo ich mich damit beschäftigt habe, sehr gut gefällt. Das ist der aktuelle Standard dazu, also der aktuelle Stand dazu. Was steht jetzt weiter an? Dieses hier ist ein Testspielstand. Das ist nicht der aktuelle Spielstand, den wir in der Aufnahme, also den wir aktuell fürs Projekt an sich selber verwenden, sondern dieses ist ein Testspielstand, wo ich im Endeffekt alles jetzt so ein bisschen nacheinander teste. Zum Beispiel, wenn dieses Abfahren funktioniert, der TGS, wie ihr seht, oben ist noch unterwegs, der fährt gerade noch seine Route ab. Der ist jetzt, wie gesagt, gerade noch dabei. Ah, ne, gar nicht. Doch, der ist jetzt gerade noch dabei, wieder Gärreste aufzuladen. Das heißt, der ist gerade noch unterwegs in Richtung BGA, um im Endeffekt weitere Gärreste für mich aufzuladen. Das heißt grundsätzlich ganz geil, wenn es auch so funktioniert. Was ist jetzt das Problem noch? Ich muss gucken, wie ich den wieder von der Fläche runterbekomme. Wie kriege ich den von dem Feld wieder runter, dass der im Endeffekt danach, wenn der leer ist, merkt, ah, ich bin leer, ich hole Nachschub, sodass ich wieder aufs Feld im Endeffekt hinaus, also weiterfahren kann. Das sind jetzt so Sachen, wo ich im Endeffekt noch so ein paar Sachen austeste, wie auch zum Beispiel, ah, jetzt ist er an der BGA angekommen und holt mir jetzt im Endeffekt Gärreste. Könnte man im Endeffekt jetzt so weiterspinnen, wenn man dann sagt, komm, man setzt einfach zwei LKWs ein und fährt dann einfach immer von Feld zu Feld zu Feld zu Feld und im Endeffekt fährt man von Feld zu Feld zu Feld und sagt einfach immer nur den Abfahren, jetzt fahr bitte zum nächsten Schlag, weil hier sind wir durch nach dem Fass. Das Fass brauche ich noch, fahr danach bitte das nächste Feld an. Jetzt seht ihr sehen, oh, der TGS hat oben wieder Gärreste aufgefüllt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Das macht der Autodrive-Fahrer gerade ganz automatisch. Das finde ich auch eine relativ geile Idee. Und es funktioniert, wenn man das ganze System so ein bisschen verstanden hat, bisher auch ganz gut.
zu den Problemen an sich selber. Ich entschuldige die Hintergrundgeräusche, lässt sich gerade leider nicht vermeiden. Auf jeden Fall, was sind meine Probleme? Ein paar Probleme habe ich noch, zum Beispiel mit Serverfehlern, also mit Spielstandsfehlern, wie ihr es ja auch in der Log teilweise seht. Die muss ich noch loswerden. Da weiß ich noch nicht hundertprozentig, wie ich das ganz gerne machen möchte. Das heißt, ich muss gucken, dass ich gucke, welche Fehler auftauchen, wie kriege ich die Fehler beseitigt, denn spontane Überlegung ist, ohne jetzt wirklich alle Kurse selber manuell einzufahren, mir einfach die Version, die hier mitgeliefert wurde, auf den auf unseren Spielstand bzw. auf einen Testspielstand einzusetzen. Dort alle Sachen, die mir im Endeffekt an dem Spielstand stören, wie zum Beispiel hier diese Feldsachen, diese Feuer in diesem Spielstand zu abzuändern. Ich habe noch zwei andere Punkte, die zeige ich euch jetzt gleich. So, jetzt ist der wieder da. Jetzt kriege ich von dem jetzt gleich die Meldung. Hallo, ich bin da. So, jetzt fahre ich einfach daneben. Sag, komm, ich mach voll. Zack, er fängt automatisch an überladen. Das heißt, da brauche ich nicht mal groß was tun. Und im Endeffekt kann ich jetzt ganz simpel sagen, ich tank das Fass jetzt ab. Das könnte man auch erlegen. Setzt man noch einen zweiten Abfahrer ein, dass man durchgehend durchfahren kann. Das scheint auch nicht so unbedingt das Problem zu sein. So, jetzt setzen wir erstmal zurück. Jetzt findet er wieder den Kurs nicht. Und das ist jetzt das Problem. Warum findet er jetzt den Kurs nicht? Das ist jetzt noch das Problem. Da muss ich, wie gesagt, da bin ich noch dabei. Da bin ich noch ein bisschen am Gucken. Wenn ich jetzt mal grob überlege, hier den Kurs, den habe ich nicht schön eingefahren. Muss ich ja auch mal ein bisschen dazu ergänzen. Ich jetzt zum Beispiel sage, der hier, irgendwie, das ist irgendwie nicht so geil gelungen. Oder so, wie machen wir das am schönsten? Oder so. Ich kann nämlich auch Kurse löschen und da sind halt immer noch... Guten Morgen, Marc. Wie gesagt, da muss ich halt immer noch so ein bisschen gucken, wie mache ich das? Wie funktioniert das am besten? Hier mal Arsch und ziehen, ich muss mich da jetzt erst dran gewöhnen hier. So. Das war zum Beispiel jetzt wieder dumm, einfach nur dumm, dumm, dumm. Und das ist halt jetzt aktuell noch so Sachen, die ich jetzt im Endeffekt ja, wie zum Beispiel jetzt hier, habe ich jetzt zum Beispiel was kaputt gemacht. Denn hier fehlt jetzt genau dieser Abladepunkt Feld 16. Deswegen habe ich das jetzt kaputt gemacht. Und das, bevor ich das im Endeffekt in dem Hauptspielstand mache, möchte ich ganz gerne gucken, dass ich das im Endeffekt getestet kriege. So, der Abfahrer ist hier auch wieder, der hat jetzt gerade abgeladen, der fährt jetzt wieder zurück. Jetzt müsste ich mir mal eben, komm, schnappe ich mir mal eben einen Trecker und zeige euch was. Weil das ist nämlich dann auch das Letzte, was ich euch im Endeffekt zeigen müsste und was ich aktuell auch als Problem im Endeffekt empfinde. Was heißt als Problem? Wenn wir uns das hier nochmal ganz kurz angucken, ich habe hier zwei Kurse, die auf das Feld drauf angehen. Egal von welcher Richtung du kommst auf das Feld drauf. Aber wie kommst du von dem Feld wieder runter? Das ist ja im Endeffekt auch noch so ein bisschen der Punkt. Du siehst ja hier auch eingezeichnet, wo die Auffahrten und so weiter sind bei den wichtigsten Feldern. Da, da, hier, da geht ja nur da, dort und so weiter. Jetzt muss ich natürlich auch von dem Feld, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit Gerestefahren anfangen möchte, muss ich natürlich auch am sinnigsten wieder runterkommen. Und im Endeffekt, so sieht im Endeffekt so eine Kreuzung aus, dass du von jeder Richtung, wo du kommen kannst, im Endeffekt in diese Straße einfahren kannst. Und im Endeffekt mir die ganze Arbeit zu ersparen, dieses selber einzufahren, überlege ich dabei, hier Kurse, also überlege ich mir diese Straßenkurse hier selber rauszunehmen und im Endeffekt nochmal Sachen anzupassen, denn wenn wir uns das Spektakel hier angucken, ist es so, dass alles hier reinfährt, aber ich hier nur in eine Richtung reinfahren kann und müsste im Endeffekt immer eine Runde drehen. Das fände ich ein bisschen schlecht, würde ich spontan sagen. Deswegen würde ich dann ganz gerne sagen, ich nehme hier diesen Kurs, der von dieser Straße bis dieser Straße geht, raus, mache den zweispurig und ändere den so ab. Genau das gleiche mit dem Kurs, der da hinten ist, ändere den auch ab in einem zweispurigen Kurs. Das heißt, hier kann einer rein und einer rausfahren. Weil im Endeffekt ist hier so viel Platz, dass du hier locker flockig mit zwei Dreschern entlang fahren kannst. Also eine, die Bahn, die hier runter geht, ganz normal, Rechtsfahrgebot. Hier lang, hier runter und auch wenn wir rückwärts fahren würden, also wieder hochfahren würden, dann wäre im Endeffekt der Kurs so hier, dass wir im Endeffekt also wirklich hier auch an allen Positionen, von allen Wegpunkten
und so im Endeffekt alles machen können. Wie wir sehen, da lädt gerade der Fendt automatisch ab, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Das hat auch eine ganze Zeit lang probiert und funktioniert, wenn man sich das jetzt auch mal anguckt und so. Sucht er jetzt wieder den nächsten Abfahrpunkt. Ich denke, dass er den hier oben nehmen wird. Oder vielleicht auch unten, das weiß ich nicht. Das liegt immer so ein bisschen daran. Sieht aus, als würde er nach hier oben fahren. Das heißt, er fährt wieder hier oben nach den Kursen und würde dann hier runterfahren. Anstatt einen kürzeren Weg zu nehmen, wenn wir im Endeffekt so einen Kurs erstellen, der im Endeffekt hier lang fährt und hier auf alle fahren, also auf alle Fahrbahnen geht. Das heißt, nach rechts, nach links und geradeaus. Und hier im Endeffekt genau das gleiche Spektakel wieder unten. Er müsste dann hier auch nach allen Spuren, alle links, alle rechts fahren können, um im Endeffekt hier auch wirklich zu sagen, ja, wir wollen hier ein bisschen Zeit sparen und so weiter. Dann halt im Endeffekt hier, uns das hier nochmal anzugucken, habe ich hier den Kurs eingestellt. Das heißt, der Autodrive-Fahrer kommt immer von hier oben runtergefahren. Das heißt, der fährt auch erstmal einen unheimlichen Umweg. Der fährt nämlich dann hier runter. Denn, ich kann euch das mal ganz gut zeigen, aktuell fährt der Outdrive-Fahrer nämlich immer hier lang, hier runter, über die BGA, hier lang. Dadurch, dass er hier nicht lang fahren kann, fährt er hier oben vorbei, hier da zack, hier rein, über die Zuckerfabrik und wieder zurück zum Feld. Das ist schon ein guter Stück und der Terrados ist auch doppelt, also da kannst du schon zwei Fahrer am Laufen halten, dass der Terrados am Abfahren bleibt. Ja, den Kurs habe ich noch eingefahren, das tut's auch. Zuckerfabrik, Abladerpunkt erstellt und so weiter, das tut's ohne Probleme. Wie ihr seht jetzt, der Terrados ist schon jetzt zur Hälfte voll. Und ich möchte jetzt ganz gerne mir noch Sachen angucken, auch Sachen ausprobieren und testen, bevor ich die im Endeffekt mit einer neuen Version auf den aktuellen Aufnahmespielstand im Endeffekt mit übernehme. Das heißt, auch so Umbaumaßnahmen möchte ich ganz gerne zum größten Teil auf einem Test-Safe-Game mal ausführen. Das heißt, so wie hier zum Beispiel, dass ich hier zum Beispiel die Straße rauslöschen werde, das geht. Hier eine neue Straße einbauen kann und eine neue Verbindung hier einbauen kann. Auf die Felder an sich selber. Weil ich möchte im Endeffekt nicht die Strecken an sich selber komplett neu einfahren. Das ist mir doch zu viel Arbeit. Dann hätte ich es aber natürlich so, wie ich es direkt brauche. Das ist natürlich noch so ein Punkt hier, diese Straßensache. Wenn wir uns dann aber jetzt nochmal einen der sehr, sehr wichtigen und sehr stark befahrenen Stellen angucken auf dem Spielstand, steht natürlich sofort fest, was machen wir denn jetzt hier? Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie ich das auf dem Hof machen möchte. Den Hof muss ich komplett neu in das System mit anbinden. Das heißt, viel wird laufen, hier oben rein und im Endeffekt in so einem Einbahnstraßensystem hier runter, ob abladen oder aufladen. Das heißt, abladen, aufladen. Und dann weiß ich noch nicht, ob ich hier unten eine Verteilung mache. Und im Endeffekt sage, ja, komm hier lang, hier lang. Und dann sage, komm hier lang. Und hier wieder auf die Straße drauf. Denn hier, wie ihr seht, hier geht das natürlich in diese Richtung. Das heißt, im Endeffekt, alles wird hier unten einmal langfahren, was auf dem, wenn es im Lager beladen werden würde, also im Hoflager beladen wir Weizen auf dem Kipper. Der Kipper wird dann hier runterfahren, hier hochfahren, gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Kurs, den man mal überlegen könnte, ob man nicht sagt, komm, man baut hier noch einen Kurs rein, der im Endeffekt hier reinfährt. Und dann von hier aus, also hier lang und dann hier wieder auf diesen Mittelwegkurs in Anführungsstrichen fährt. Also irgendwo hier wird er sich treffen und dann abzweigen nach links oder nach rechts zum Abladen, Aufladen. Und dann im Endeffekt nochmal den Weg und dann wieder die Abzweigungen nehmen hier unten. Ich fahre den gerade mal so ein bisschen lang, den Weg, den ich mir dann so vorstelle. Um dann hier im Endeffekt dann auf die entsprechenden Trigger zu fahren. Das muss nämlich dann alles neu eingebunden werden. Das graut es mir noch ein bisschen vor. Und deswegen will ich jetzt aktuell den ganzen Hof noch nicht verkabeln, also verkabeln in Anführungsstrichen. Ich möchte den ganzen Hof jetzt noch nicht zupflastern mit neuen Linien und Wegen,
Weil im Endeffekt, ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie dieses Auto-Drive-System funktioniert. Ja, sicher. Ich habe jetzt schon ein bisschen was getestet. Ich möchte aber ganz gerne noch ein bisschen was mehr testen. Wir werden sehen. Der ist voll. Da könnte man noch einen zweiten LKW hinschicken. Hier habe ich jetzt Kacke gebaut. Das ist im Endeffekt ja auch jetzt egal. Der ist nämlich jetzt hier angekommen. Der hat jetzt einen relativ weiten Weg hinter hier. Da bleiben wir jetzt auch mal kurz drin sitzen. Und haben im Endeffekt jetzt, erkennt dann hier, ah, hier ist eine Abladestelle für mich, ich kippe jetzt hier ab. Fährt dann wieder zum Terradost, fährt voll und grundsätzlich funktioniert das. Bei diesem Streckensystem müsste man im Endeffekt dann darauf gehen, dass man im Endeffekt mehr als einen Abfahrer im Endeffekt verwendet, dann würde das System klappen. Weil dann könnten wir auch diese weiten Strecken im Endeffekt in Kauf nehmen. Möchte ich ungern machen, weil dann müssten wir noch mehr Fahrer einsetzen, um im Endeffekt den Abfahrer im Endeffekt auszulasten. Natürlich, wenn der mal eine Minute stehen muss oder so, ist das jetzt kein Drama. Aber der Terra doch steht ja schon relativ lange. Weil auch hier der Autodrive-Fahrer wartet, bis er den Abkippvorgang komplett beendet hat. Normal würden wir ja, wenn er die Fracht runter ist, schon mal losfahren. Der zieht ja alleine zurück und macht ja automatisch die Klappe zu. Das tut's ja leider nicht. Das heißt, der hat jetzt erkannt, ah, er ist leer. Auffüllen muss ich hier auch nicht. Ich fahre jetzt wieder zum Feld 3 zurück. Und warte dort wieder, bis ich vom Terradost im Endeffekt erkenne, ah, ich muss abladen oder ich muss aufladen, in Anführungsstrichen. Und der fährt jetzt wieder zurück. Und da muss ich mir im Endeffekt noch angucken, was mache ich im Endeffekt, wenn die Abfahrer zu weit im Endeffekt davon weg sind. Das ist im Endeffekt noch so was, was mich noch so ein bisschen reizt oder beziehungsweise was ich im Endeffekt noch so ein bisschen rausfinden muss. Was mache ich, wenn die zu weit weg sind? Weil ich glaube, so ein bisschen hat das alles so ein bisschen so einen kleinen Radius, den ich im Endeffekt nutzen muss, wo ich im Endeffekt da ja dann gucken muss, was will ich im Endeffekt wie haben und was brauche ich in Anführungsstrichen. So, jetzt hat er erkannt, zack, ich muss wieder hier abladen und das funktioniert ja auch ganz gut, wenn man uns das mal anguckt, zack, der fährt schon wieder dahin und abzuladen. Grundsätzlich funktioniert das ganz gut, zweiten Abfahrer drauf und das Feld wäre 0 minus nix leer. Würde ich mal so spontan sagen. Und das ist jetzt sowas, ich möchte das ganz gerne, wie gesagt, noch ein bisschen testen. Das heißt, im groben Umkehrschluss sage ich euch am Montag nächste Woche, wie der aktuelle Stand ist, beziehungsweise was weiter die Planungen sind. Aktuell meine Planung ist, ich möchte ganz gerne noch ein bisschen testen, bevor ich dann anfange, euch im Endeffekt immer mal wieder ein Update zu geben, wie weit ich mit den Umbaumaßnahmen bin. Weil wenn ich sowas mache, möchte ich das natürlich auch so haben, wie ich darauf Bock habe. Wenn das nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, ist das immer relativ schwierig. Deswegen überlege ich halt zu sagen, komm, ich gönne mir jetzt noch ein bisschen Zeit und schaue mir an, wie funktioniert das, wie setze ich Sachen um. Zum Beispiel, wie mache ich das jetzt mit den Gärresten, dass der automatisch vom Feld hin und her fährt. Da muss ich vielleicht mal noch einen schöneren Kurs machen, den muss ich vielleicht noch anders anbinden oder so, dass er noch ein paar mehr Möglichkeiten hat, im Endeffekt dann auch den Kurs dann im Endeffekt so zu finden, wie ich den haben möchte. Wenn dieses dann der Fall ist, zack, der setzt jetzt auch sofort zurück. Auch relativ lang setzt der zurück. Das ist grundsätzlich auch ganz geil. Jetzt rückwärts fahren, schalte um zum, keine Ahnung, berechne Fahrt. Jetzt berechnet er Fahrt. Jetzt sagt mir auch genau, was er macht. Jetzt macht er gerade gar nichts. Motor ausgemacht, war gut. Jetzt berechnet er gerade Fahrt oder beziehungsweise macht gar nichts. Doch jetzt hat er ja gefunden. So, ich muss abfahren. Sucht jetzt im Endeffekt seinen Kurs, also fährt immer auf diesen Randkurs drauf eigentlich oder zu irgendeinem bestimmten Punkt und fährt dann von dort aus wieder vom Feld runter. Grundsätzlich klappt das ganz gut. Ich möchte mir aber jetzt, wie gesagt, noch ein paar Sachen angucken. Wie ist es, wenn ich zum Beispiel, um nochmal kurz auf mein Gärreste-Problem hinzukommen, grundsätzlich total top. Was jetzt hier schon so funktioniert, wie ich nur das gemacht habe, der fährt dahin. Ich habe den am Hof losgeschickt, habe alles hintergebunden, habe das alles so eingestellt, wie es da ist. Der ist vom Hof, habe ich den losgeschickt auf einen Kurs, wo schon einer war. Den konnte ich jetzt nicht mitten am Hof losschicken, weil da sind noch überhaupt keine Kurse und keine Linien und so. Und habe mir dann, ich habe den losgeschickt, der ist dann zur BGA gefahren. Ich habe mir in der Zeit den 8R geschnappt. Der hat vollgetankt. Ich bin in der Zeit schon mal zum Feld gefahren, weil ich noch ein bisschen Gülle hatte vom Kuhstall und bin dann schon mal losgefahren.
Und dann hat er jetzt auch 3, 4 Fässer so ohne Probleme geholt. Fand ich mega geil und funktioniert auch. Jetzt ist für mich noch ein bisschen, ich werde jetzt weiterhin noch ein bisschen testen, offscreen, soweit wie ich Zeit habe. Diese Woche, wisst ihr, habe ich Lehrgang. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie es ausfallen wird. Ich habe, heute ist Sonntagabend, wir haben es jetzt 19.33 Uhr. Ich habe euch jetzt gedacht, komm, ich muss euch jetzt mal ein kleines Update geben, wie ist aktuell die Lage. Was habe ich gemacht, was noch nicht und so. Das will ich, habe ich jetzt euch auch gesagt. Nicht, dass es heißt, Marc kümmert sich wieder nicht darum. Doch, ich habe mich jetzt schon darum gekümmert. Dadurch, dass ich die Folgen nur voraufgenommen habe, ist es so, dass es jetzt so ein paar Sachen gegeben hat, wo ich jetzt gesagt habe, das hat jetzt noch nicht so gut funktioniert. Weil irgendwie erkennt er diesen Kurs, glaube ich, irgendwie nicht so richtig. Ja, hier hat er jetzt wieder erkannt. Dann fährt er nämlich jetzt hier lang. Wir gucken uns jetzt noch einmal an, weil es ist immer sehr interessant, wie die dann fahren. Das finde ich total, total geil. Mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller. Das ist ja noch so eine Sache, da kann ich ja noch mit leben, wenn es mal länger dauert, im Endeffekt. Das ist ja im Endeffekt kein... Weil jetzt haben wir nämlich das Problem, er fährt... Na, scheiße, jetzt habe ich hier wieder keine Kurse. Er fährt mich jetzt einmal rum, anstatt hier lang und so. Weil im Endeffekt ich von hier nämlich keine Verbindung habe auf die BGA, sondern nur von oben kommen muss, um im Endeffekt auf die BGA zu kommen. Das ist im Endeffekt zwar ein bisschen dumm. Wir fahren jetzt auch einfach mal eben noch kurz hinterher. Die Folge ist eh unheimlich lang, ist mir aber auch jetzt egal. Ich will euch das nur jetzt einmal sagen. Denn wir sehen jetzt hier, zeige ich euch ganz kurz. Er hat jetzt hier erkannt, oh, ich muss nachladen. Das heißt, er fährt jetzt zur BGA wieder Gereste laden. So, jetzt hält er nämlich jetzt hier lang. Oh, zack, gucken wir uns das mal Spektakel an. Der fährt jetzt einmal hier rum. Grundsätzlich auch kein Problem. Könnte man einfach noch einen zweiten Abfahrer dabei packen. Dann wäre das zeitlich grundsätzlich ganz gut. Denn die Anknüpfung an die BGA ist ein bisschen schlecht, will ich jetzt mal nicht sagen. Aber sie ist jetzt nicht so, wie ich das ganz gerne hätte. Weil ich auch der Meinung bin, auf diesen Wegen wäre eine Doppelstrecke, eine hin und eine zurück, wohl möglich. Und auch genug Platz ist hier auf jeden Fall auch, ohne da jetzt große Töne zu spucken. Wäre das so eine Sache, was ich ganz gerne mal testen würde, ob das im Endeffekt dann schon den Ablauf im Endeffekt schon verbessert. Zusätzlich dann sehen wir jetzt hier gleich, wenn wir hier vorne kommen, die Verknüpfung von der Hauptstraße auf die BGA ist ein bisschen schwierig. Denn alles kommt nämlich hier diesen Weg runter und fährt nämlich von dann auf die BGA ab. Das ist ein bisschen schwierig. Dann würde ich dann am liebsten noch mal ein paar Sachen ändern, dass wir auch, wenn wir von der BGA runterkommen, also noch ein paar mehr Möglichkeiten haben, im Endeffekt auf die BGA drauf zu kommen. Jetzt hat er hier den Punkt. Im Endeffekt auch hier ist das gut gelungen. Versuche ich auch in CP immer wieder, dass ich eine Fahrtrichtung habe auf so Geländen oder so. Dann kommt sich das nicht alles so sehr in die Quere und man hat damit nicht so viele Probleme. So, jetzt steht er nämlich da drunter, erkennt, ah, zack, er macht wieder voll. Lässt jetzt vollladen, fährt im Endeffekt hier von der BGA wieder runter, hinten an der BGA-Ausfahrt wieder links, genau, und dann kommt er schon wieder zum Feld. Grundsätzlich ganz geil. Zack, voll, er fährt wieder, super. Zack, kein Wegpunkt gefunden zur Abladestelle. Weil es jetzt diese Abladestelle nicht mehr geht, weil ich die kaputt gemacht habe. Das heißt im Endeffekt, wenn ich dabei jetzt eine x-beliebige andere, ein x-beliebiges anderes Feld angebe, wie zum Beispiel Feld 2, und sage, komm, du fährst jetzt bitte zu Feld 2, such da sie nämlich jetzt hier diesen Weg raus, um im Endeffekt dann dorthin weiter zu verfahren. So, hier auch einen leichten Schlenker gemacht. Ich weiß auch nicht genau, was das soll. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders, aber kommt doch mal ganz darauf an, was du selber auf deine BGA stehen hast, in Anführungsstrichen. Das ist ja alles auch so ein bisschen immer multinational und ja, müssen wir halt gucken. So, jetzt hat er im Endeffekt erkannt, zack, hier, ich muss hier rum und muss jetzt aktuell zu Feld 2 Gereste bringen. Das funktioniert alles richtig geil und es funktioniert auch richtig gut, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert. Natürlich noch so ein paar Änderungen werde ich auf jeden Fall vornehmen. Ich zum Beispiel hier, ich hätte hier ganz gerne auch so eine Doppellinie und so, das ist halt... Da muss halt auch gucken, wo macht diese Doppel-Einfahrt und Ausfahrt Sinn. Am Hof werde ich ein Einbahnstraßensystem, denke ich mal, zum größten Teil bauen. Dass ich mir da nicht so selber viel in die Quere komme.
So, jetzt haben wir nämlich hier wahrscheinlich, der fährt hier auf jeden Fall auch lang. Das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Der kommt jetzt hier wohl an. Das tut's eigentlich alles soweit top. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen anschauen. Hat der eigentlich die Brücke einfach, der hat die Brücke einfach nur umgedreht, voll lustig. Aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, der fährt jetzt hier lang, kommt auch da an, das funktioniert alles reibungslos und top. Ich werde mir zumindest noch ein bisschen anschauen über die nächste Woche hin, soweit wie ich Zeit habe, beziehungsweise übers Wochenende dann. Wann ich aufnehme, weiß ich noch nicht. Ich werde euch weiter im Nordfriesisch-Marsch-Projekt auf der Laufenden halten, wie aktuell der Stand ist. Zack, erst da funktioniert ohne Probleme. Ich werde auch Einfahrten ändern, denn in Kursbläsen zum Beispiel so Einfahrten sind bei mir immer am nächsten am Hof. Auch hier Feld 1 oder so. Das war Feld 1. Die müsste bei mir da sein. Theopraktisch. Das sind so Sachen, die teste ich aus, wenn es im Endeffekt wirklich so weit ist. Und das ist im Endeffekt aktuell so der Stand, den ich aktuell habe. Und diesen Stand möchte ich ganz gerne aktuell erstmal so, wie es ist, lassen. Ihr habt jetzt eine aktuelle Übersicht bekommen. Ich werde mich dann ab dem 18. euch dabei wieder auf dem Laufenden halten. Die aktuellen Folgen, die diese Woche noch kommen, sind alle voraufgezeichnet. Das heißt, wenn ich da noch ein bisschen was dazu sage, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, war es zum Stand des 8.1. so. Heute Stand 10.1.2021. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Tipps oder sonstige Sachen habt, vor allen Dingen auch was dieses jetzt hier. Ich würde jetzt hier mit Fass dran fahren, abtanken und wie komme ich dann hier wieder vom Feld runter? Thema angeht. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zur weiteren Folge. Alles, bis dann, danke. Tschüss.